Wie ist Ihr Verhältnis zu Medien derzeit? Wir haben viel miteinander zu tun, Medien und ich, und es ist ein bisschen gespalten. Die meisten Reporter, Journalisten sind sehr freundlich zu mir und versuchen mich auch zu verstehen. Ich finde es gut, dass ich meine Ideen präsentieren kann und mir wird auch aufmerksam zugehört. Teilweise lernen die sogar sehr bereitwillig. Andererseits ärgere ich mich in letzter Zeit viel über die Medien, einfach weil es oft vorkommt, dass mit mir Home-Stories produziert werden, dass von mir gesprochen wird wie von einer Lichtgestalt, einer Galionsfigur der Piratenpartei, und sie ist so hübsch und sie ist so jung und sie trägt kurze Kleider und Lippenstift und was. Hingegen über meine politischen Positionen werde ich entweder kaum gefragt oder wenn ich gefragt werde, dann wird das kaum je verarbeitet. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, dass einerseits es dankbareres Material ist, wenn man eine junge Frau hat, und zu ihrer Person zu berichten, ist irgendwie immer interessanter als über abstrakte politische Inhalte. Man will eben weniger Werbung für die Piratenpartei machen, man möchte angenehme Inhalte verkaufen. Und wenn ich äußerlich ein angenehmer Inhalt bin, dann nimmt man halt eher die Beschreibungen des Äußeren und weniger das, was ich inhaltlich sage. Also es kam schon mal vor, dass ich eine halbe Stunde über Bildungspolitik gesprochen habe und die Journalistin hat hinterher kein einziges Wort davon im Artikel erwähnt, sondern da ging es nur um die Beschreibung meiner Wohnung. Wie mächtig sind Journalisten in Deutschland? Was ist Ihr Eindruck? Journalisten werden zunehmend mächtig. Wir kommen immer weiter in eine immer demokratischere Gesellschaft, hoffentlich. Wir kommen immer weiter in eine Informationsgesellschaft. Information ist Kapital. Und Journalisten sind diejenigen, die Informationen der breiten Masse zugänglich machen. Das heißt, ihre Verantwortung wächst viel weiter. Aber anstatt dann zu versuchen, einen objektiven Journalismus zu betreiben, haben viele dieses Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Sie wollen die Masse ansprechen mit möglichst einfach nur bequem populistischen Inhalten, mit ein bisschen verbogenen Wahrheiten, damit sie einfach eine schöne Story ergeben. Sie sind eigentlich so ein bisschen Belletristik-Autoren geworden. Und das ist das, was ich sehr gefährlich finde. Haben Sie das Gefühl, dass diese Macht auch missbraucht wird in manchen Fällen, vielleicht auch gerade auf Ihre eigene Person bezogen? Ich habe bei mir das Gefühl, dass man möglicherweise gegen die Piraten vorgehen könnte, indem man explizit eben nicht über unsere politischen Inhalte schreibt, sondern explizit ständig über kleine Skandälchen schreibt, über Äußerlichkeiten und dann sozusagen verkauft, diese Partei hat nichts außer diese Skandälchen und die Äußerlichkeiten. Und dadurch kann man ja die öffentliche Wahrnehmung sehr gut steuern. Die Bürger haben ja das Gefühl, dass die Artikel die ganze Wahrheit abbilden, dass dahinter, also darüber hinaus, kann nichts mehr sein. Haben Sie sich auf Interviews und Pressearbeit vorbereitet und wenn ja, wie? Ich habe mich weder auf Interviews noch auf Pressearbeit sonderlich vorbereitet. Ich bin kein Experte, ich habe kein Medientraining gemacht. Ich bin einfach so, wie ich war, reingespült worden. In letzter Zeit gewinne ich natürlich immer mehr einfach Erfahrung. Und ich muss sagen, ich komme meistens echt gut klar. Also die Journalisten sind zu der Piratenpartei und speziell zu mir auch meistens sehr freundlich und auch sehr fair. Sie beachten tatsächlich, dass ich unerfahren bin. Sie erklären mir Dinge und also letzten Endes finde ich schon, dass ich fair behandelt werde. Wie ist denn so die Genese, als Sie in dieses journalistische Öffentlichkeitsfeld reingegangen sind? Mit was für einer Haltung und was für Erwartungen sind Sie reingegangen und was hat sich da verändert? Ich hatte wirklich keinen Schimmer, was mich erwartet. Ich bin einfach so da reingegangen, wie ich war. Also ich habe mir von Anfang an, das ist wahrscheinlich einfach gewachsen, kein Pressegesicht zugelegt, keine Pressestimme, keine Pressesprechweise. Dann bin ich über ein paar Dinge gestolpert. Zum Beispiel musste ich erst lernen, dass es sowas wie Off-Records nicht gibt. Also wenn ich irgendwas mit einer Journalistin über meine Familie tratsche, dann steht das im Artikel. Das werde ich demnächst nicht mehr machen. Also von mir selbst bin ich eine sehr offene Person. Es stört mich überhaupt nicht, wenn alles abgedruckt wird, was ich sage. Aber da, wo es Daten Dritter betrifft, hätte ich das ungern. Das war einfach etwas, was ich lernen musste. Haben Sie damit nicht gerechnet? Sie haben damit gerechnet, dass Journalisten unterscheiden können von alleine zwischen vertraulichen und nicht vertraulichen Informationen? Ich hätte damit gerechnet, dass wenn gerade das Aufzeichnungsgerät nicht läuft, dass ich dann ein bisschen quatschen kann, auch über Dinge, die nicht unbedingt abgedruckt werden. Das werde ich einfach nicht mehr tun. Das sehe ich aber auch ein und da ist kein größeres Problem. Als Sie das gelesen haben, wie war Ihre Reaktion? Meine Reaktion war gar nicht so furchtbar. Ich habe ein Detail über meine Familie erzählt und meine Mutter hat mich dann angerufen und mir gesagt, dass ich das bloß nicht machen soll. Und die Lektion habe ich dann auch gelernt. Letztlich war es aber meine eigene Schuld. Lassen Sie Zitate freigeben?
Ich habe am Anfang nicht sehr darauf geachtet, Zitate freigeben zu lassen. Inzwischen mache ich das immer, weil mir oft falsche Dinge in den Mund gelegt werden, nicht mal aus Böswilligkeit, sondern meistens, weil ich falsch verstanden wurde. Und diese Missverständnisse werden abgedruckt und dafür werde ich von der Partei und auch von anderen Bürgern außerhalb der Partei fertig gemacht. Das heißt, in letzter Zeit achte ich schon darauf zu gucken, habe ich das wirklich so gesagt. Aber meistens gebe ich einfach alles frei. Das ist meistens nicht veränderungsbedürftig. Gibt es ein konkretes Beispiel, wo Sie falsch zitiert wurden? Also nicht direkt zitiert. Zitiert wurde ich bisher immer korrekt. Es gab ein paar Artikel, die einfach Tatsachen über mich verbogen haben, mehr oder minder bewusst. Also einer im Unispiegel zum Beispiel, da war einfach wohl aus einem Missverständnis heraus. Ich weiß nicht, da stand irgendwas, ich hätte mit meinem Freund im Rollenspiel eine Bluthochzeit gefeiert und ich habe keine Ahnung, was eine Bluthochzeit ist. Das steht da jetzt aber und das bleibt da jetzt wohl auch stehen. So schleichen sich halt irgendwie falsche Informationen ein. Ein Artikel in der Taz hat einfach eine Tatsache über mich frei erfunden, eine Begebenheit, die zwar ganz schön passt, um mich zu porträtieren, was aber so nie stattgefunden hat, was ich der Redakteurin gesagt habe und was nochmal ein Kumpel in Berlin gesagt hat. Aber das wurde trotzdem mit reingenommen, anscheinend, weil es gut gepasst hat. Das heißt, es wurden ganz klar Informationen, die nicht stimmen, obwohl sie schon vor dem Erscheinen widersprochen haben, veröffentlicht. Richtig, wobei das eine sehr harmlose Information war. Also da ging es irgendwie darum, dass ich mal einen Bundesparteitag unterbrochen hätte mit einer Episode von My Little Pony. Hat so nie stattgefunden. Es gab ähnliche Begebenheiten, mit denen hatte ich aber nichts zu tun. Das heißt, warum das da eingebaut wurde, weiß ich nicht. Ich habe nicht widersprochen, einfach weil ich keine abmahnwütige Person bin und da mir diese Information keineswegs schadet. Sie stimmt bloß einfach nicht. Habe ich sie gelassen, allerdings öffentlich auch gesagt, dass diese Information so nicht stimmt. Sie sind ja sehr offen, gerade auch was Ihr Privatleben angeht. Warum tun Sie das? Ich publiziere nicht alles aus meinem Privatleben. Ich habe große Bereiche, von denen niemand auch nur ahnt. Aber viel mache ich aus meinem Privatleben bekannt. Warum? Es gibt für mich zwei Dinge in der Politik. Einerseits Transparenz, das ist politische Transparenz. Dazu kann man einen Politiker verpflichten durch Regeln. Man kann sagen, alles, was du in meinem Namen tust, im Namen des Bürgers, musst du dem Bürger auch sagen. Klar. Das andere ist etwas, wozu man nicht verpflichtet werden kann und das nenne ich Offenheit. Offenheit betrifft nämlich die Persönlichkeit des Politikers, seine Arbeitsweise, also wenn er mal zwischendurch twittert, was macht er gerade. Ist das einfach etwas, das er freiwillig teilt? Warum? Damit der Bürger ihn besser kennt und damit er Vertrauen hat. Es ist was ganz anderes als Inszenierung von Home Stories, weil das ist eine Bühne, da werden Sachen inszeniert. Sondern Einblick zu geben in das echte, reale Leben, unabhängig davon, wie der Eindruck, welcher Eindruck dadurch entsteht. Ich möchte anderen Politikern zeigen, es geht. Man kann offen arbeiten, man kann offenherzig sein in der Politik. Es hilft sogar, man hat dadurch keine Probleme. Und ich hoffe, dass viele meinem Beispiel folgen, weil das Vertrauen in die Politik wiederbringen kann. Was sind denn für Sie Nachteile dieser Offenheit? Und was sind die Grenzen? Ich sehe da drin im Moment bisher keine Nachteile. Das Einzige, was man vorsichtig sein muss, ist, dass man bestimmte Grenzen beachtet. Das heißt, dass ich in letzter Zeit schon ein bisschen nachdenke, was twittere ich, was nicht. Grenzen sind auf jeden Fall die Menschen in meinem Umfeld. Ich darf nichts veröffentlichen, was sie betrifft. Ich muss auch bei mir selbst gucken, dass es eben bestimmte Lebensbereiche gibt, die ich nicht mit der ganzen Welt teilen will. Aber diese Grenzen lotet man für sich schnell aus. Und wenn man sie beachtet, sehe ich absolut keinen Nachteil darin, auch zu erzählen, was für außerpolitische Hobbys ich habe. Ja, viele beschweren sich, weil sie es nicht gewöhnt sind. Sie sagen, was bist denn du für eine Politikerin, die jetzt über Kleidernähen spricht? Solltest du nicht, während hier die Eurokrise tobt. Aber natürlich, jeder Politiker denkt auch mal, paar Mal am Tag über was anderes nach als über die Eurokrise. Und das ist einfach so. Und die Bürger müssen das begreifen. Sonst kommen wir aus dieser Teufelskreis, Politiker müssen perfekt sein, Politiker enttäuschen Erwartungen, nie raus. Jetzt stellen Sie ja dadurch auch Öffentlichkeit selber her. Und wir gehen auch gleich nochmal zu dem Dreh, wo Sie selber versuchen, quasi medial zu arbeiten. Mhm. Wofür braucht es in Ihren Augen die Journalisten überhaupt noch? Journalisten haben immer noch eine größere Öffentlichkeit per se, eine größere Reichweite. Das heißt, auch wenn ich mir inzwischen über viele Jahre eine winzige Öffentlichkeit erarbeitet habe, ist ein Journalist immer noch derjenige mit der viel größeren Reichweite. Journalisten haben viel mehr Mittel, um tatsächlich zu recherchieren und zu erforschen. Plus Journalisten haben viel Zeit, weil es ihr Beruf ist, Informationen zu sammeln und zu teilen. Journalisten können Informationen besser bewerten.
Und sie sind professionell darin, sie zu sammeln. Das heißt, Journalisten braucht es weiterhin. Auch wenn wir inzwischen mit dem Internet eine Gegenöffentlichkeit erzeugen können, die Journalisten in ihrem Schaffen kontrolliert. Und das finde ich sehr gut, weil das etwas ist, wovon ich mir in Zukunft erhoffe, dass die Qualität von Journalismus steigt. Sie haben ja selber über Ihre Erfahrungen mit den Medien gebloggt, auch Ihre Kritik angebracht. Wie wurde das aufgenommen von den Journalisten? Ich habe viele Leserbriefe von Journalisten bekommen, die sich tatsächlich geschämt haben. Das hat mich am meisten überrascht. Also ich hätte gerechnet mit entweder gar keiner Reaktion oder einem, ja, sie haben Unrecht, weil. Aber tatsächlich haben ein paar Journalisten darüber gebloggt, unbekanntere. Aber dennoch, sie haben gesagt, das ist echt etwas, worüber wir nachdenken müssen. Und zwar war da vor allem dieser Sexismus-Aspekt für sie interessant, dass man also mit mir anders umgeht in den Medien, weil ich eine Frau bin. Und dass das dazu führt, dass weniger Frauen medial auftreten. Also wenn die Bild zum Beispiel schreibt, würden sie diese schöne Frau wählen, kriege ich halt lauter Fanpost mit billigen Anmachen, mit intimen Fragen, die mich einfach nur verstört. Und an der Stelle kann ich jede Frau verstehen, die nicht an die Öffentlichkeit will. Und daher rühren viele Probleme in unserer Gesellschaft. Zu diesem Sexismus-Komplex nochmal vielleicht dezidierter ausführen. Wie werden Sie als junge Frau von Journalisten, von der medialen Öffentlichkeit behandelt oder auch anders behandelt als Ihre direkten Kollegen, wie Herr Nerz zum Beispiel? Also ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, dass bei Herrn Nerz sehr viel mehr Fragen gestellt werden zu unseren politischen Inhalten. Er wird ständig nach Koalitionen gefragt, er wird ständig nach Zukunftsplänen der Piratenpartei gefragt. Ich werde ständig gefragt, ja, wie ist das denn gekommen, dass so eine junge Frau so politisch aktiv ist? Was machen Sie denn sonst so? Ja, Sie singen ja auch und Sie haben ja auch Hobbys und wie passt denn das alles so zusammen? Also vielmehr so auf Homestory-Niveau. In Artikeln über mich wird ganz oft meine Kleidung kommentiert, ganz oft mein Make-up, meine Frisur. Also ich werde sehr stark sexualisiert. Und ich glaube nicht, dass man mich als politische Geschäftsführerin ähnlich viel zu politischen Inhalten fragt. Auch wenn das natürlich oft der Fall ist, das ist dann immer sehr entspannend. Aber das führt auch dazu, dass mir vorgeworfen wird, dass ich ja nur über mich rede in den Medien und nicht über die Politik der Piratenpartei. Ich bin da in einem Zwiespalt, weil ich halt nicht kontrollieren kann, womit ich nach außen auftreten kann. Ich fühle mich manchmal wie eine Stumme, während alle über mich sprechen, die ganze Welt, kann ich nichts sagen. Das würde ich gerne nochmal ausführen. Sie haben auch einen Tweet dazu abgelassen, der, glaube ich, sinngemäß ging, auch wenn man Teil oder wenn man Mittelpunkt eines medialen Hypes ist, heißt das nicht, dass man selber bestimmen kann, was da gesagt wird. Was meinten Sie genau damit? Es ist völlig egal, wie populär man ist. Das muss bei weitem nicht heißen, dass man sagen kann, was man will. Man bekommt immer wieder dieselben Fragen gestellt. Es geht zum Beispiel immer wieder in jedem Interview, warum gibt es so wenig Frauen in der Piratenpartei? Oder wie fühlt man sich als Frau in der Piratenpartei? Das werden meine männlichen Kollegen nicht gefragt. Andere Dinge werde ich nicht gefragt. Oder ich werde gefragt, was ist Ihnen politisch wichtig? Dann erzähle ich eine halbe Stunde davon und es taucht nicht auf. Oder es wird nur die Art und Weise beschrieben, wie ich von politischen Inhalten spreche. Sie ist so klug und so weiter. Ich fühle dadurch eine Unfähigkeit, mich mitzuteilen, obwohl alle auf mich schauen. Und alle haben den Eindruck, ich könnte mich gar nicht mitteilen zu politischen Themen. Genau, das würde ich nochmal abgesetzt fragen. Was für einen Nachteil haben Sie jetzt auch innerhalb der politischen Sphäre und innerhalb Ihrer Partei durch diese diese Art und Weise, wie Sie medial wahrgenommen und dargestellt werden? Ich habe das Problem, dass der Eindruck entsteht, dass wir keine Inhalte haben, sondern versuchen, ein reines Gesicht zu verkaufen. Dieser Eindruck entsteht aber dadurch, dass nur das Gesicht gekauft wird und nicht die Inhalte dahinter. Ich habe es inzwischen geschafft, das ein bisschen zu korrigieren, dadurch, dass ich eine Gegenöffentlichkeit erzeugt habe, dadurch, dass ich genau dieses Problem angeprangert habe. Und seitdem versuchen viele Journalisten tatsächlich erstens auch darüber zu schreiben. Also wenn sie über mich schreiben, sagen sie, sie möchte nicht als Lichtgestalt gesehen werden und so weiter. Viele lernen aber tatsächlich daraus und dann fragen sie einfach politische Inhalte. Und dann gebe ich Ihnen auch liebend gerne eine Antwort. Also tatsächlich hat sich die Lage inzwischen gebessert.
Gab es Situationen in den letzten Monaten, die Sie mit Journalisten ja viel verbracht haben, in denen Journalisten die Regeln ihrer eigenen Branche gebrochen haben? Es gibt ja quasi unausgesprochene Regeln, dass man Zitate nicht zweckentfremdet, dass man nicht eine Sache anfragt zu einem Thema und das Ganze umdreht und das an anderen Themen macht, dass man, wie Sie sagten, vertrauliche Informationen nicht veröffentlicht. Was für Beispiele gab es da, wo Journalisten quasi ihrer eigenen Branche Schaden zugefügt haben dadurch? Ich muss sagen, dass ich bisher nur faire Journalisten erlebt habe. Nichts von dem, was schiefgelaufen ist, rechne ich Böswilligkeit zu. Es gab ein paar Missverständnisse. Allerdings glaube ich, dass sich alle mir gegenüber fair verhalten haben. Es ist natürlich schwierig mit mir, weil ich einen ganz anderen Stil habe als andere Politiker, mit denen sie es gewöhnt sind zu arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich hätte diese Sache anders formuliert als Herr Nerz, dann titelt die Welt am nächsten Tag Streit in der Piratenspitze. Natürlich müssen sie so titeln. Wenn ich ein normaler Politiker wäre, hätte ich diese Aussage stark untertrieben und sie müssten versuchen, die Wahrheit daraus zu extrahieren. Aber ich habe wirklich nur die Wahrheit gesagt. Also wir hatten keinen Streit, sondern ich war einfach nicht einverstanden mit einer Formulierung. Ich glaube, die Leute werden sich auch nochmal daran gewöhnen müssen, dass Piraten einfach sehr viel offener sind. Und wenn sie Kleinigkeiten sagen, dann sind das wirklich auch nur Kleinigkeiten und nicht diese scheibchenweise Wahrheit, was andere Politiker machen. Haben Sie mitbekommen, was für Tricks Journalisten verwenden, um das zu bekommen, was sie gerne hätten? Also, dass Sie das Gefühl haben, Journalisten kommen mit einer vorgefertigten Wunsch an das Interview und was machen Sie dann, um dann irgendwie das zu kriegen, was Sie brauchen? Also der älteste Trick der Welt sind Suggestivfragen. Als Psychologin bin ich allerdings geschult darin, die Dinge zu erkennen und das ist kein Problem für mich. Die kann ich ganz gut umschiffen. Was man gerne macht, habe ich schon gemerkt, wäre, dass man fragt, ja, könnten Sie sich denn vorstellen, für die Vorsitzende zu kandidieren? Wenn man dann sagt, wissen Sie, habe ich nicht drüber nachgedacht, weiß ich nicht. Ja, aber könnten Sie es sich vielleicht vorstellen, wenn alles so optimal zutrifft? Man sagt, ja, vielleicht, dann titelt halt am nächsten Tag irgendwie Marina Weißmann kann sich vorstellen, Vorsitzende zu werden. Ist so nie passiert, aber ich habe ein paar Versuche dahingehend auch bemerkt. Und ein paar Mal sind andere Piraten auch in diese Falle gelaufen. Wir lernen ja auch voneinander immer wieder. Was haben Sie gelernt in der Zeit und worauf achten Sie, was Sie am Anfang nicht getan haben? Ich habe gelernt, Suggestivfragen einfach zu vermeiden, zu umgehen und diese Fragen, könnten Sie sich vorstellen, dieses und jenes unter bestimmten Umständen, da darf man auf keinen Fall auch mal eine halbwegs bejahende Antwort geben, wenn man nicht am nächsten Tag den Titel sehen will, Marina Weißband kann sich vorstellen, Minister zu werden. Das sind aber Dinge, die ich inzwischen auch von meinen Kollegen gelernt habe und umgehen kann. Inwiefern sind Sie vorsichtiger gegenüber Journalisten als zu Anfang? Ich bin nicht wirklich sehr viel vorsichtiger gegenüber Journalisten. Ich finde es immer noch sehr wichtig, dass man völlig offen ist. Ich verstehe mich auch ganz gut mit den meisten Journalisten. Und ich bin eine furchtbar vertrauensselige Person, bis ins Naive. Und so verhalte ich mich auch ganz bewusst. Ich finde es wichtig, dass ich weiterhin offen bin und einfach drauf loserzähle. Ich achte jetzt mehr darauf, dass ich nicht ganz unbedacht spreche. Aber ich sehe Journalisten nicht als die bösen Raubtiere. Was hat Sie in den letzten Monaten besonders geärgert, was den Umgang mit Medien mit Ihnen angeht? Es hat mich geärgert, dass ich dargestellt werde als junge, hübsche Frau, die so ein besonderes Schicksal hat. Dabei wurde mit keinem Wort auf das eingegangen, was ich tatsächlich tue und was mir wichtig ist. Es wurde immer wieder davon gesprochen, ja, sie ist so jung und sie ist jetzt in der Politik, aber kaum jemand ist wirklich darauf eingegangen, warum ist sie in dieser Politik, was will sie dort erreichen. Das hat sich in letzter Zeit stark gebessert. Es hat mich geärgert, dass ich als Frau anders behandelt werde als ein Mann. Es hat mich geärgert, dass ich tatsächlich Tipps bekommen habe, ich solle mich unauffälliger kleiden, wenn ich als Politiker ernst genommen werden will. Weil was soll das? Ich will eine Frau sein, ich will dabei weiblich auftreten können und ich will trotzdem, dass Journalisten über meine Inhalte schreiben. Man kann mir nicht sagen, du bist ja selbst schuld, wenn du einen Rock anziehst. Das ist keine Art. Haben Sie eine Erklärung, warum Medien so funktionieren, wie sie das tun? Ich habe das Gefühl, Medien sind ein Teil von Angebot und Nachfrage. Das heißt, natürlich lässt es sich besser verkaufen, über eine Person und ihre Äußerlichkeiten zu schreiben, als über abstrakte politische Inhalte. Ich verstehe Journalisten auch dahingehend, dass sie natürlich nur das Interesse der Bevölkerung abbilden. Dabei geht allerdings verloren, dass das Interesse der Bevölkerung ja auch geprägt ist, wiederum von den Medien. Das ist ein Kreislauf. Und Journalisten würde es leichter fallen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, als den Bürgern.
Deswegen verstehe ich zwar, dass man natürlich verkaufen muss. Man möchte natürlich den Leuten das präsentieren, wofür sie sich interessieren. Aber ich bin überzeugt, dass man auch die komplexen politischen Inhalte so verpacken kann, dass sie interessant werden, dass Bürger verstehen, das betrifft mich, das ist mein ureigenstes Leben. Und genau das versuche ich auch mit diesen Programmvideos, die ich drehe. Was ist der Sinn und Zweck von diesen Videos, die Sie drehen? Also mir ist irgendwann aufgefallen, irgendwie schreiben total viele Zeitungen, Piraten fordern Drogen für alle und kostenlos Nahverkehr und Geld ohne Arbeit. Was eben alles nicht stimmt. Dann habe ich nachgedacht, warum wird denn das so ständig geschrieben? Es reicht nicht, sich über Journalisten aufzuregen. Man muss seine Inhalte so verpacken, dass sie ankommen und dass sie klar sind. Dann habe ich nachgedacht, okay, niemand setzt sich hin und liest ein Wahlprogramm. Ich glaube, auch viele Zeitungen haben unser Wahlprogramm nicht gelesen. Also habe ich beschlossen, ich mache zu jedem Punkt unseres Wahlprogramms, zu jedem Thema so ein 10-Minuten-Video, das ein bisschen peppiger ist, das einfach nochmal erklärt, was wir genau wollen. Das ist etwas, das sehr niedrigschwellig ist, was von jedem konsumiert werden kann und wo wir proaktiv zeigen, inwiefern Politik vielleicht interessant ist. Und vielleicht gefallen diese Ideen jemandem oder jemand widerspricht, aber auf jeden Fall ist er dann im politischen Prozess drin. Was hat Sie genau an diesem Artikel und an der Art und Weise, wie Sie dargestellt wurden, geärgert? In der Taz hat mich geärgert, dass ich so dargestellt wurde wie Mutter Teresa in Pink. Also ich wurde ja in alle Himmel gelobt. Was völlig unsachlich war. Mir ist egal, ob ich kritisiert oder gelobt werde. Solange es unsachlich ist, ärgere ich mich darüber. Wenn ich sachlich kritisiert werde, finde ich das gut. Wenn ich sachlich gelobt werde, finde ich das super. Aber dieser Artikel hat erstens mein Umfeld bewusst runtergezogen, um mich höher zu stellen. Das heißt, mein Freund kam wie ein sabbernder Vollidiot darin weg. Mir wurden Dinge unterstellt, die mich noch cooler machen, die ich aber nie getan habe. Und es wurde halt ständig beschrieben, wie meine Einrichtung aussieht, wie mein Café aussieht. Das sind Dinge, die eigentlich nicht so interessant sind wie das, was ich ihr da stundenlang auf dem Sofa erzählt habe über meine Traumvorstellung von einem Bildungssystem, das mit keinem Wort darin vorkam. Was stand in dem Unispiegel-Artikel oder was ist die Geschichte hinter dem Unispiegel-Artikel, der jetzt erschienen ist? Im Unispiegel-Artikel Da waren die Informationen sachlich alle richtig, aber irgendwie so dargestellt. Also sie hat Blut um den Mund und sie hat eine Bluthochzeit gefeiert. Ein bisschen so satanistisch geprägt. Und ich weiß nicht, woher das kam. Weil natürlich, ich bin Schauspielerin, ich bastel auch mit Kunstblut rum und ich mache dieses Hobby und ich spiele Vampire. Aber das wurde nochmal überzogen. Und ich weiß nicht, was das genau darstellen sollte. Vielleicht die Vielfalt meiner Hobbys. Vielleicht, dass man das von einem Politiker natürlich nicht erwartet. Aber es war überzogen und vieles davon war sehr vereinfacht. Der Name meines Freundes ist immer falsch geschrieben, immer. Also insofern hätte ich mir da einfach besseren Journalismus erwartet. Wenn ich gesehen habe, wie dieser Artikel entstanden ist, worüber ich wirklich mit ihm gesprochen habe und was dann da stand, kann ich keine Zeitung mehr lesen. Dann weiß ich einfach nie, ob das stimmt, was da drin steht. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was da genau alles an Fehlinformationen war. Da waren so Kleinigkeiten, die einfach so ein bisschen verzerrt wurden, um ein bisschen extremer zu scheinen. Bei Ihrer Kollegin Agnes Brugger von den Grünen, die wir auch interviewt haben, ist ähnlich getitelt worden. Sie war das schrille Piercing-Mädchen aus dem Bundestag. Bei Ihnen hat die Bild-Zeitung getitelt, würden Sie diese schöne Piratin wählen? Wie finden Sie diese Art der Berichterstattung? Ich finde es krass, vor allem weil die Bild tatsächlich in ihrem Ausschnitt ein Bild von mir verwendet hat, wo ich so halb seitwärts stehe. Und die haben das so abgeschnitten, dass es aussieht, als hätte ich Körbchengröße C. Ne? Also bewusst durch Bildstellung. Ich weiß nicht, ob sie Photoshop benutzt haben, ich glaube nicht. Aber ich sah dieses Foto an und dachte, mein Gott, so große Brüste habe ich nicht. Und dann halt würden sie diese schöne Piratin wählen. Das ist furchtbar, da fühlt man sich wie ein Stück Rind. Und dann in den Kommentaren, also ich habe sie nicht aufmerksam gelesen, aber in den Bild.de-Kommentaren wird man dann auch diskutiert wie ein Rind. So, ja, die soll sich mal eine Nasen-OP machen, dann sieht sie auch gut aus. Das ist furchtbar verletzend. Das ist einfach nur widerlich verletzend und misshandelnd. Und obwohl die Bild also sehr nett über mich geschrieben hat, war das überhaupt nicht nett. Dadurch fühlt man sich degradiert und das scheucht viele Frauen aus der Politik. Und man fragt dann immer, warum hat die Piratenpartei so wenig Frauen? Weil die Politik wenig Frauen hat. Weil Frauen genau so behandelt werden. In der Bild. Das ist unser Problem.
Und solange wir das nicht ändern und solange die Bild dafür nicht abgestraft wird, dass sie genau sowas macht, wird sich das auch nicht ändern. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt schon Ihre Art und Weise, wie Sie reden, wie Sie sprechen, wie Sie in der Öffentlichkeit auftreten, geändert haben? Also Stichwort Verfloskelisierung, Phrasendrescherei im Gegensatz zu dem, wie Sie gestartet haben? Oder was haben Sie geändert in Ihrem Stil? Ich habe meinen Sprachstil nicht geändert. Ich gebe Interviews immer noch genauso wie am Anfang. Das Einzige, was ich merke, was passiert, ist, dass bei bestimmten Fragen, die immer wieder vorkommen, ich inzwischen schon eine Antwort habe, die ich mehr oder minder runterbete. Und das klingt dann, das hört man auch ein bisschen. Und das finde ich selber so schade. Aber irgendwann findet man halt die richtige Antwort. Und es ist dann halt, ich formuliere es natürlich immer ein bisschen anders, aber es ist dann halt die beste Antwort, die ich geben kann, also gebe ich sie. Und das ist etwas, das dann gefloskelt klingt. Aber ansonsten bemühe ich mich halt weiterhin im Umgang einfach mit meinen Freunden und ich rede mit Journalisten nicht in einem anderen Tonfall als mit meinen Freunden. Haben Sie Verständnis dafür, dass Politiker viel in Phrasen und Floskeln reden mittlerweile? Das Problem von Politikern ist, dass sie diesen Mythos von sich selbst erzeugen, wir machen keine Fehler. Wir sind politisch korrekt, wir versprechen uns nicht, weil dann die Presse einen Skandal daraus baut. Und das bedeutet, Politiker dürfen keine Fehler machen, denn die Öffentlichkeit verzeiht Politikern keine Fehler. Und wenn ich keine Fehler machen darf, dann rede ich, ohne etwas zu sagen. Denn dann möchte ich ja nichts sagen, weil alles, was ich sage, könnte ein Fehler sein. Das führt dazu, dass wir völlig inhaltsleere Aussagen haben. Ich will mir die Reden der Bundeskanzlerin und diese ganzen Weihnachtsansprachen was gar nicht mehr anhören. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich weiß genau, was sie sagen werden. Das sind nämlich die 5 sicheren Phrasen, die man sagen kann. Das ist allerdings etwas, das auch die Bevölkerung ändern muss, nämlich Politikern Fehler vergeben. Wenn ich mich verspreche, wenn ich was Dummes sage, natürlich muss ich dann sagen, oh Scheiße, das war dumm, es tut mir leid, sorry, ich habe nicht nachgedacht. Aber ich muss irgendwas sagen. Warum sollte man sonst eine Kamera vor mein Gesicht halten?